Oder die macht dich platt. Muss ich auch gerade sagen. Oder die macht mich kaputt. Auf jeden Fall, so kriegen wir gut nice Erfahrungspunkte. So. Das läuft jetzt auch ein bisschen besser hier. Du hast wieder so roten Füße. Ja, das bedeutet, ich bin stark. Ich bin jetzt schon wieder stärker. Du hast doch letztens gesagt, oder im vorletzten Video, wenn man lange stehen bleibt, dann wird man stärker. Stimmt, ach ja, genau, bei dir war das ja so. Ich erinnere mich. Ich nehme mal einfach ein bisschen Holz mit hier. Weil ich mal dort war, was machst du da hinten? Da, das Haus meinte ich hier, kennst du das? Das kaputte hier? Nee, es ist mir neu. Hab ich schon gerade eben erkundet. Und komm mal zu mir hoch aufs Dach. Warte mal, ja, hier bin ich. Hier ist die Treppe nach oben. Ja, achso, gibt es da oben was? Ach, da oben ist eine Schildkröte, willst du da hochgehen? Ich will nicht auf die Schildkröte gehen. Also, ich brauche weiter Kohle und Kupfer. Ich bin runtergefallen. Gibt's hier gar kein, warte mal, oder gibt's hier gar keinen Kupfer? Ich muss mal schnell schauen. Ah, guck mal, hier ist eine Lore. Wo ist eine Lore? Jo. Aber da kann man nichts mitmachen, was da wohl drin ist. Ach, guck mal, und hier ist ein Tor. Ah. Hat man das Tor hier schon gemacht letztens? Nee, ne? Guck mal, da ist hier so ein Portalstein. Und hier sind Knochen. Uiuiui. Guck mal, hier ist, nee, das ist kein normales Tor. Schau mal, doch, das ist hier unten, da ist ein Tor, aber es ist kein normales. Wo findet man jetzt hier Kohle? Das ist natürlich ein Top. Da ist die Kohle. Guck mal, da oben muss ich hin, da muss ich Kohle holen. Papi, ich hab gerade in der Luft ein Lavaschlag gesehen. In der Luft? Doch, hier ist noch einer. Hier bräuchte man eine Schaufel. Da oben ist noch weitere Kohle. Hast du gerade blaues Portalsteinfragment gemacht oder wo kam das jetzt her? Nee, ich habe einen Lavaschlein gesehen. Aha, direkt neben mir? Siehst du da oben, was da ist? Also ich bin hier oben. Das ist ja toll. Hast du gerade die Kohle eingesammelt? Kohle. Hast du die eingesammelt, die Kohle? Das Kohle. Kannst du mir das Kohle bitte geben? Okay, warte. Oh, jetzt wäre ich doch fast aus der Welt. Was machst du? Nicht doch runterschmeißen. Oh. Jetzt liegt sie da unten. Tja, wie kommen wir jetzt dahin? Wohin? Na, ich will die Kohle holen. Ey, dreimal Kohle, Hero of the Block, ey. Ist das hier auch nochmal Kohle? Sieht doch gleich so aus irgendwie. Ja, jetzt haben wir viermal Kohle. So, jetzt baue ich wieder hoch. Okay, du kommst. Kommt man hier wieder hoch irgendwie? Okay, ich baue weiter Kohle ab. Ist da Kohle? Ja. Dann baue ab, das ist nett von dir, das ist klasse. So, Achtung, ich komme mal hoch. Ich gucke mal, ob das jetzt klappt. So, hier vielleicht besser. Papi, gibst du mir da mal meine Spitzhacke, damit ich die ganze Kohle abbauen kann? Da passt du nämlich auf. Komm ich schon hoch? Geht so, ne? Ja, es geht immer so langsamer. Bin oben. Okay, gib mir mal die Spitzhacke, dann kann ich die restliche Kohle gleich abbauen. Warte, hier. Ach, so viel Kohle liegt hier rum. Mhm. Da, guck, da habe ich sie hingeschmissen. Okay, hab's hier eingesammelt. Warte kurz. Und zack. Müsste auch gesund sein, ne, die Spitzhacke. Mhm. Warte, ich fange von hier vorne an und komme dir entgegen. Oh, mit dieser Spitzhacke geht das alles so schnell kaputt. Cool, ne? Klappt gut mit dir heute. Machst du das heute gut mit? Ja.
Das Schöne ist, dass man hier sich gegenseitig ich helfen kann. Ich habe mittlerweile 12 Kohle. Siehst du, ich habe 20. Cool. Ich habe 12. So, jetzt brauchen wir natürlich noch Kupfererz. Jetzt gucke ich mal auf die Weltkarte, ob das hier überhaupt Kupfer gab. Oh, hier ist auch noch Kohle. Kohle ist super zu holen. Kohle und Stein gibt es hier. Jetzt gucke ich mal, ob es... Soll ich die Kohle hier auch mal machen? Ich mache mal hier unsere Heimat hin. Und jetzt will ich mal kurz gucken, was gibt es da? Staub. Hier gibt es Kupfer. Und jetzt habe ich 15 Kohle. Machen wir mal einen Staub, mal einen Grund zur Klingscheibe, Sand. Okay. Komm, wir gehen mal dahin Kupfer holen. Oder gehen wir hier Kupfer holen? Kupfer? Nö, dahin. Ja. Habe ich immer noch eine Kohle? Warte, gebe ich. 34. Warte, machen wir gleich. Ich hätte natürlich jetzt auch erstmal die Kohle, die ich jetzt habe. Wir hätten natürlich erstmal die Kohle in die Kiste legen können, wäre natürlich auch gegangen. Aber naja, was soll's. Wir haben es gleich geschafft. Bin gespannt. Jetzt brauchen wir also noch ein bisschen Kupfer. Und dann kann ich nämlich mit Kohle und Kupfer, kann ich Kupferbarren machen. Und dann kann ich dir nämlich deine Rüstung bauen. Und dann sind wir ja mittlerweile schon so schön stark. Jetzt kannst du gleich eine Spitzhacke nehmen und wenn du staubige Kreuzung, genau, wenn du jetzt irgendwo Kupfer findest. Ah, alles klar, kommt mir bekannt vor. Hier hat, ja genau. Hier liegt zum Beispiel gleich Kupfer rum. Kupfer sind diese, siehst du das, diese komisch orangenen Ballen. Da liegen noch so eine Bälle rum, ne? Ach ja, so eine orangene. Das brauchen wir, das ist Kupfer. Und das liegt hier ganz viel rum. Aha, und dann, alles klar, die roten Steine nehme ich auch gleich mit. Genau, die brauchen wir nämlich. Und wenn du irgendwie so eine Grünsteine siehst, du brauchst die Grünen. Für dich brauchen wir die Grünen. Für mich rot, für dich grün. Also die roten Steine mitnehmen, die Grünsteine mitnehmen, Kupfer mitnehmen, alles, was wir mit, alles, was wir sammeln können, mitnehmen. Portalsteinfragment. Orangene Bälle? Orangene Bälle auf jeden Fall. Okay. Da ist nochmal, da liegen noch drei. Hopp. Eins, zwei, drei. Zack. Siehst du, beim Abbauen hier sammelt man auch immer gleich ein paar Erfahrungspunkte noch mit ein. Und du weißt ja, von Erfahrungspunkten werden wir stärker, ne? Was haben wir jetzt hier noch? Ist hier noch einer? Da ist noch einer. Ja, da ist noch mehr so ein Kupferzeug. Ach, das war hier oben. Alles klar. Also so. Kupfer, ah, hier ist noch mehr. Ich hab Kupfer 26 Stück. Was? Ja. Das gibt's doch gar nicht. Du sammelst doch gerade erstmal 5 Minuten. Also, eine Minute. 26. Das ist ja kaum zu fassen, ey. Runtergefallen zu dir, nee. Ich dachte schon, ich falle hier irgendwo hin. Soll ich dir das Ganze mal geben, das ganze Kupfer? Ja, ja, kannst du. Ja, okay. Willst du es jetzt gleich machen? Hast du es mir schon hingeschmissen? Hier vorne beim Portal. Ach, aber ich komme holen. Ich glaube, wir brauchen auch eine Schaufel. Kann das sein? Hm. 26 Kupfererz, echt tatsächlich. Hm. Jetzt haben wir 33 und 7 rote Steine habe ich mitgenommen. Da haben wir schon 19 Mal Pulver draus gemacht. Das ist gut. Hier ist noch mehr. Hier sind überall Monster. Aber du hast jetzt eine Waffe, die funktioniert. Die Monster machst du ohne Bedenken platt. Kann ich hoch zum Mond schießen? Versuch mal. Okay. Mit dem Bogen oder mit der Armbrust? Mit der Armbrust. Okay. Klappt nicht. Klappt nicht? Klappt nicht. Soll ich hier noch ein paar Kakteen abmachen? Oh, ich glaube, Kakteen brauchen wir nicht. Also. Doch, die brauchen wir im Wasser brauchen. Doch, mach doch, dann nimmst du Wasser raus. Musst du dann bloß neu hinpflanzen, ne? Das Wasser können wir gut gebrauchen fürs nächste Mal, wenn wir hier irgendwo Heiltränke oder sowas machen. Dann mach ich mal. So, wie sehen die denn aus? Sehen Kakteen so aus? Das sind diese ganz großen grünen. Ja, warte mal, musst du mal lange draufhalten. Und dann musst du gucken, ob der erste Buchstabe ein K ist. Was ist der? Ein Sauer, genau, sauer,
Sumpfbaum und sowas, das ist kein Kaktus. Das ist kein Kaktus. Das ist ein A an Anfang. Hier ist ein Wurm, der auf mich schießt. Dann machen wir mal da. Oh, hoppala. Schau, dass der nicht automatisch angreift, wenn ich angegriffen werde. Kaktus. Ist es das? Warte. Oh. Nein, nicht beenden das Spiel. Wo ist es, Kaktus? Wo ist es? Da oben. Ja, Kaktus-Setzling, genau. Das war er. Ja, bei dem Samsung Galaxy Note haben wir natürlich das Problem, das merkt man immer wieder, dass du aus Versehen auf diese Hardware-Taste kommst und dann dadurch das Spiel beendet wird, ne? Das ist natürlich für so ein, wenn man spielen will, na hallo, ist das natürlich ein bisschen ungeeignet. Oh, hier liegt ein kleines gelbes Steinchen, sag ich doch mal ein. Ich muss mal eine neue Spitzhacke bauen am besten. Oh Gott, hier stehen ganz viele Kakteen, die baue ich ab. Als nächstes baue ich uns Kupferspitzhacken, was hältst du von der Idee? Auch nicht schlecht, ne? Mhm. Guck mal, da hinten ist so ein Feuervieh. Soll ich das mal angreifen? Ne, da ist noch ein Goblin mit dabei. Du, wir haben ja Kupfer geholt eigentlich. Und wir haben ja auch Kohle, ne? Wie viel Kohle? 20 mal Kohle und genug Kupfer. Das wäre ja mal was. Gibt es denn hier auch Kohle eigentlich? Ich weiß gar nicht, hast du hier auch Kohle gesehen irgendwo? Mhm. Diese schwarzen Steine? Nee, ne? Nee. Ja, das ist mit der Steuerung, ist ja der Hammer. Was ist denn jetzt Kaktus? Ah, das ist echt genau wie Terraria, ne? Das ist der Wahnsinn. Auch wie das Abbauen funktioniert hier. Das ist total wie Terraria gemacht. Dass man hier mit diesem lange draufdrücken und dann hin und her fahren. Nur, dass es halt in der dreidimensionalen Welt ein bisschen komplizierter geht, ne? Aber es ist total krass gemacht wie Terraria eigentlich. So. Hast du ein paar neue gesetzt? Das reicht schon. Wie viele Wasserflaschen hast du mitgenommen? Wie bitte? Wie viele Wasserflaschen hast du? Ich habe, um genau zu sein, ich habe, ich gucke mal, wo sind die? Wenn du Kakteen abbaust, muss Wasser rausfallen. Wasser habe ich 22 Tränke da oben. Ja, dann ist gut. Pass auf, dann... Ja? Warte, wo sind die? Wo sind sie? Das sind normale Malertränke, die brauchst du nicht, das brauchst du auch nicht. Kannst du nachher in die steht Kiste... Da oben in der Ecke? Warte, was steht da drauf? Wasser, genau. Wasser habe ich 22 Gut, dann können wir schöne Heiltränke mitbauen. Jetzt beam ich uns mal... Ach, das ist falsch. Hier. Jetzt beam ich uns mal wieder nach Hause. Okay. Ach so, ah, doch wo noch. Wo ist denn unser Zuhause? Da habe ich ein Haus hingemacht. Gibt es ja immer noch Kohle und Steine? Ja, gibt es immer noch. In 5 Minuten. Also ich bin nicht der Einzige. Viele Kommentarschreiber haben auch geschrieben, dass die bevorzugen, den Finkenfort als Heimat zu nehmen, weil es einfach eine sehr schöne und reichhaltige Insel ist. Ne? Wer natürlich große Karten hat und nicht bloß so wie wir jetzt hier sind, eine Winzlingskarten, der hat natürlich deutlich mehr zu entdecken noch da. Jetzt überlege ich aber gerade rein theoretisch, naja, irgendwann mal, ich habe mich ein bisschen erkältet, irgendwann mal kriegen wir ja hier neue Telefone wahrscheinlich ins Haus. Das erste Xperia XZ1 haben wir ja schon. Direkt Kohle. Genau, und damit läuft es dann, glaube ich, besser. Wo ist Kohle? Hier. Oh, nice. Das hast du gut herausgefunden. Hast du hier die zwei, dann mache ich hier drüben den Riss. Warte, ich muss das mal hier runterhüpfen ins Wasser. Da habe ich gerade. Im Wasser gibt es auch ganz viel. Na, im Moment, für den Anfang müsste die. Achso, du hast da drüben die. Dann gehe ich ins Wasser und hole aus dem Wasser noch ein bisschen Kohle. Ja, bei Minecraft ist das auch immer so. Bei Minecraft ist das immer so, im Wasser kann man Dinge schwieriger abbauen. Das ist ja nicht so, ne? Hier ist nur das Problem, dass wir hier mit dem Atmen, darfst du natürlich nicht vergessen, du hast nur 3 Blubberblasen, mehr hast du nicht. Ja, aber es dauert auch 3 Stunden, bis sie erst weg sind. Also du hast natürlich recht, ne? Oh, Papa, komm mal zu mir, bei mir unten ist ganz, ganz
Kohle. Wo bist du denn? Hier, auf der anderen Seite. Oh, da. Falsche Seite. Ach so, da. Da ist ganz viel. Hm. Da muss ich jetzt irgendwie hier aus dem Wasser rauskommen. Ah, hier unten auch. Siehst du, das meine ich. Ach, du meintest ja das hier unten? Ich komme, wir bauen schon ab. Ja, das ist gut. Bau ab die Kohle, das ist gut. Mit so viel Kohle sind wir hier reich ohne Ende. Das stimmt, da kann man so viel Sachen, so viel Kupfer machen jetzt. Hm. Ich muss mal kurz auftauchen. Ich auch. So. Na, zum Glück geht das mit dem Durchatmen relativ fix. Wir sind reich. So viel Kohle hatten wir noch nie. Also das ist auf jeden Fall cool. Die Kohle, die packen wir dann gleich mit in die Kiste oder in unseren Schmelzofen. Müssen wir mal gucken, wie das hier geht.